Sieh an, sieh an! Hat sich also eine verlorene Seele in meine Gruft verirrt. Ihr seid also hier, weil es wieder Halloween ist. Seid ihr hier für eine Geschichte? Gut, dann seid ihr hier genau an der richtigen Stelle. Also, unsere erste Geschichte handelt von einem Unfall auf der Landstraße, mitten in der Nacht. Ach. No signal. At least I have a flashlight on this thing. Well, maybe somebody at that gas station will have somebody that can help me out. Oh, was für eine widerliche Hand habe ich denn? Warum läuft denn der so? Warum? Wieso läuft denn der so? Steuerst du hier? Nee. Oh. Aber das war mein O wegen dem Wildunfall, den wir anscheinend hatten. Foto. Okay, gut, wir... Alter, also ich laufe geradeaus und er... Also okay, also scheinbar können wir nicht geradeaus laufen. Wir gucken mal erstmal ins Auto. Hinterecken. Kann ich hinter... Ja, was ist das für eine Scheiße? Was soll denn das schon wieder? Oh. Dann musst du vielleicht so ein Behälter mitnehmen. Ja, das macht Sinn. Das würde durchaus Sinn machen. Ja. Wenn ich denn... vielleicht kein Benzin hätte. Aber ich glaube, wir haben ja einfach nur das Reh angefahren. Das arme Reh. Aber wenn ich jetzt weiter gerade... Warte mal. Ja. Nee, das macht er nicht. Wenn ich jetzt gerade auslaufe, unsichtbare Wand. Oder er will, dass ich auf den Bürgersteig laufe. Das kann auch sein. Ja, er will, dass ich auf den Bürgersteig laufe. Es ist ein verantwortungsvolles Spiel. So. Und da aus. Kommt schon ein Auto. Genau deswegen läufst du auf den Bürgersteig. Ne? Hey Kumpel, Mann, pass auf. Da vorne war ein Unfall. Ja, nein. Oh. Fahr... Alles klar. Cool. Okay. Tschüss. Ja. Okay, aber Gott sei Dank ist er hier vorne. Eine Tankstelle. Mann, verdammter Scheiße. Wir hätten das Reh hätten wir doch sehen müssen. Benny. Ja, Fernlicht war an. Ich habe ihn übersehen. Es tut mir leid. Ich sehe zum ersten Mal, dass das Diesel teurer ist als das normale Benzin. Das ist auch krass. Oh, was ist denn für eine triste Butze hier, ey. Ja, das ist willkommen in den frühen 90ern. Warum rauscht denn das hier so? Hello? Anyone here? Das Fenster gefällt mir. Ja. Okay, that radio's gotta get turned off. I can't even hear myself think. Ah, ist das fucking Radio. Ist das Silent Hill'sche Radio. Ah, hier ist noch ein Fenster an. Hello? I heard the radio click off. Is someone out there? I'm, over in the bathroom. Oh. Oh, in the bathroom. Okay, im Bad ist noch, Das ist nicht fair. Das ist nicht fair, Alter. Im Bad ist noch ein Radio an, aber wir gucken uns erstmal hier die Auslage an. Ja, ein paar schöne Sweeties, schön. Ich finde es auch einfach die Lutscher schön hingelegt. Da hat jemand Lust, schön monkmäßig die Sachen im 90-Grad-Winkel zueinander auszurichten. Und hier würde ich einfach mal quer mit der Hand durchhören und alles erstmal schräg hinstellen, wenn ich keiner zugucken würde. Einfach nur um zu beefen. So, auch ein Seil und eine Feile würde ich mir gerne kaufen wollen. Oder soll das ein Schraubenzieher sein? Ich weiß es nicht. Irgendwie. Ja, oder unten so ein bisschen Panzertape. Panzertape ist prinzipiell natürlich immer eine sehr gute Sache. Ja. Jeder sollte mal Panzertape an Bord haben. Golden Spots. Ah. Ach, Kartoffeln. Kartoffelunternehmen um die Blumenerde. Super. Okay, ich würde mal sagen, der Feueralarm kann nicht ausgelöst werden. Vielleicht schauen wir mal kurz im Bad vorbei. Yeah, hey, so I hit a deer off the road a bit. I was wondering if you could help me out. Oh, that happens a lot around here. So, I locked myself in here by mistake. I left the key around back. If you wouldn't mind getting me out of here, I'll help you out, man. Sure thing, man. I'll be right back with that key. Okay, alles klar. Also, Tierunfälle, das passiert hier relativ häufig in der Ecke. Und er hat sich halt, als er sich jetzt so ein Rehdrücken aus dem Rücken gedrückt hat,
Also, hat er sich halt einfach eingesperrt und hat den Schlüssel verloren und weiß nicht mehr, wo der Schlüssel ist. Und wir nehmen erstmal einen Schluck Broke, um erstmal zu überlegen, wo könnte der Schlüssel sein. Vielleicht aber auch einfach eine Orange? Oder eine Dike Broke? Eine Dry Broke oder eine Big Dew oder Big Dew Red Alert. Super. Okay, wo könnte denn der Schlüssel sein, Benny? Hat er nicht irgendwas erzählt von irgendwie in the backyard oder also entweder hinter dem Schrank da, also da wo die Kasse ist, vielleicht da irgendwo? Ah, warte mal, hier ist nix. Kann ich mich ducken? Kann ich crouchen? No, kann er nicht. Cool. In der Kasse vielleicht? Nee. Ah, nee. Oder halt denn hinter der Tankstelle irgendwo. Irgendwo muss es ja wahrscheinlich noch so wie eine Art Office geben, vielleicht? Ist ja nur eine Tankstelle. Was ist das für unheilvolle Musik, die hier einsetzt? Alter, warum sind die Fenster zugemauert, Alter? Was ist denn das da? Ah, okay, mal schöner Polo. Wunderbar. Was? Nix! Ah, so ein Drecksbunny, ey. Oh! Mit dem hat es ja nie gerechnet. So, okay. Er hat gesagt, irgendwo hier hinten vielleicht. Oh, die Textur ist ja ultra edel. Geht ja. Mann. Also hier ist wirklich. Chapeau, Freunde. Chapeau, das ist. Also. Triple A. Sag an der Stelle. Aber es muss nicht immer Triple A sein, um Angst zu verursachen. Da reicht halt. Da ist er! Da ist der Schlüssel! Da ist er! Das ist er! Wunderbar! Und hier haben wir noch. Naja, dann wollen wir ein Kippchen anmachen. So, okay, alle klar. Kann ich rennen? Nee, kann ich rennen. So, du verdammter Hase. Okay, hey. Gehen wir mal wieder rein. Oh, was ist das denn? Was war das? Ich wurde gerade hier Phasmophobiat. Oh. Wo kamen denn die Griffelhändchen? Listen, man, there is something going on outside. Ja, das kann man so sagen. So, komm, mach mal Putz auf. Oh, scheiße. Alter, warum erschrecke ich mich denn hier so bei diesem Spiel? Man. Oh, was ist denn für ein Bart, ey? Er sieht ein bisschen aus wie eine Klapse. Und oh, er. Ihm geht's echt nicht gut, Alter. Geht's echt nicht gut. Hallo. Und mach mal. Oh, krass. Also, hätte ich jetzt nicht gedacht, irgendwie, dass ich jetzt mich hier so verjacke. Ja, okay. Aber mit wem hast du denn geredet? Na, mit seinem Geist. Oder vielleicht wurde er jetzt einfach getötet in dem Moment und sein Leben wurde ausgesorgt. Oder vielleicht sein Geist, wer weiß schon. Wie gesagt, ich wurde gerade hier fast mal probiert. Als Thomas Andersen. Ich wurde hier Thomas Anders. Jetzt ist die Frage, was sollen wir tun? Gehen wir vielleicht nochmal hinter das Haus? Wird jetzt wirklich. Nein, das ist die Sackgasse! Ich laufe in die Sackgasse! Nein, ja, ich laufe in die Sackgasse, Benny! Nein! Wo rennst du denn? Wo? Ah! Kannst du springen? Ja! Ja, hallo? Game over. Oh, game over. Fuck. Okay, nope. Back to my van. Okay, back to the van. Okay, also wir müssen dann anscheinend nicht in die Sackgasse, sondern Richtung Van. Zu unserem Auto. Jawohl! Unser Auto! Ja, ja. Lauf, Schlampe, lauf! Soll ich umdrehen? Still! Still! Ich trau mich nicht umzudrehen, Benny! Nee, mach nicht! Geh ins Auto! Direkt ins Auto! Ich bin drin! Und jetzt? Kannst du fahren? Alter, wie denn? Guck dir das Ding mal an! Sieht aus wie auf dem Spielplatz hier, das Ding! Was soll ich denn tun? Kann ich fahren? Nee. Weiß ich nicht. Oh! Komm her! Da. Kann ich jetzt fahren? Ich möchte einfach weg. Du hast ein Auto! A car! They can get me out of here! Ja, na dann schnell! Schnell! Oh, schnell, Junge! Wieder zur Tankstelle! Oh Gott! Aber was meinst du, kann der Blaue machen? Der im blauen Auto? Ja, ich klau mir das Auto. Oh, das sind zwei! Oh, hallo, Ladies! Oh nein! Wir
wegrennen, 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 wegrennen. Oh shit! Oh shit! Geh zum Auto, check da ein. Ich kann hier einsteigen. Scheiße. Das ist schlecht. Ich kann hier einsteigen, Benny. Oh kacke. Können wir irgendwas mit ihr machen? Hey, hold up! What? Was? Wo? Wie? Mit wem hat er geredet? Ich denke mal, ich muss die Frau, die jetzt abgehauen ist. Wo ist sie hingerannt? Wo ist sie jetzt hingerannt? Na, versuch mal über die Kreuzung zu rennen, weil die scheint ja weggerannt zu sein in Richtung Kreuzung. Kommst aber wahrscheinlich rüber. Also geradeaus kann ich nicht laufen. Na, dann müssen wir vielleicht doch nochmal zum Van. Meinst du? Okay, dann ruf ich mal zurück zum Van. Oh Gott. Nein, warum läufst du denn in den Wald? Ich weiß nicht. Meinst warum du nicht, dass ich im Wald laufen soll? Warum? Wir haben gerade abgemacht, wir gehen zum Van. Hier ist sie. Hier ist die andere. Und hier sind andere. Hier sind noch andere. Toll. Die ist aber schon länger hier, oder? Die aber ist da schon... ist ein Schlüssel, da ist ein Schlüssel. Ja, ich weiß, das ist für das Auto. Alright, time to get into their car and get out of here. Absolut, richtig. Absolut, mein Freund. So sieht's aus. No! Oh! Red ich nicht auf den Lauf, Horus, lauf! Komm, nimm Schub! Er ist hinter uns, er wird uns kriegen! Steck doch, ey! Steck doch! Hab's geschafft! Großartig! Oh Mann! Er hätte jetzt im Leben nicht gedacht, dass mich hier so ein Killspiel kriegt, ey. Oh, heftig. Aber das habe ich ganz souverän gemacht. Oh, liebe Freunde, das war doch was. Wie ich immer zu sagen pflege, störe nie jemanden auf der Toilette. Und wenn ihr den Mut für eine weitere Geschichte habt, dann wartet nur ab. Die nächste Geschichte handelt davon, einen kleinen Jungen allein zu Hause zu lassen. Oh, Alter. Space Get Up. So, ja, also wir sind ein kleiner Bengel. Es ist mitten im Sommer und unsere Eltern sind auf dem Arbeitswochenende irgendwie und wir haben Schlafprobleme, oder? Habe ich das jetzt richtig gelesen, Ben? Nö, ja, das ist richtig, genau. Also wir schlafen irgendwie komplett unregelmäßig und wir sind jetzt auf, wie spät ist es denn überhaupt? 8.03 Uhr. Och, kann ich dir ja nicht sagen. wie spät ist das? Oh, ist ja wirklich aber wie mieseste Videokassette hier irgendwie, oder? Eieieiei. So, okay. Oh, können wir uns wieder hinlegen? Oh. Das ist ja geil. So, ja, es ist 8.03 Uhr, kann ich dir jetzt sagen. Gut, ich nehme mal trotzdem wieder auf, weil wir wollen ja nicht durchpennen. Was ist das? Oh, wir können uns hinsetzen und unser Notebook und was wahrscheinlich anschauen. Hm. Das mal Homework. Okay, er muss Hausaufgaben machen. Aber er ist so hungrig. Okay, alles klar. Also, er muss erstmal was futtern. Dann ja, ab in die Küche. In die Küche. Ja, ist aber auch ist so klassisch, ne? Irgendwie so, du siehst ja immer so in diesen alten Sitcoms irgendwie diese Rundbögen. Oh. Okay. Mutter hat uns eine WhatsApp geschickt. So, Benny, du liest mal vor, du bist der bessere englisch verstehende Mensch. Ja, aber wo fängt's denn an? Dad, I may be back by Sunday evening. Why are you being so paranoid, Mom? I'm 14. Also, okay, also er schreibt irgendwie, ja, er ist am Sonntagabend wieder da. Mutti, warum bist du so paranoid? Ich bin schon 14. Think I'm gonna take a little nap. Ich glaube, ich mache hier ein kleines Nickerchen. Probably gonna order some pizza. Yes! Also, er will sich ein paar Pizza ordern, was auch völlig in Ordnung ist. No need to order anything, already made you a lasagne this morning. Also meine Mutti hat mir auf jeden Fall eine Lasagne gemacht. Nice. Check the fridge. Okay. Was ist dahinter mit Messages von Oliver? Entschuldige bitte. Alles gut. Mason Oliver. How's Champ? I don't know what Champ is. Also kann ich dir nicht sagen, was Champ ist. Champ oder so vielleicht. Keine Ahnung. Yeah, crap. I totally forgot. Probably gonna do tonight. Lol, same. Also das wird anscheinend irgendwie, einfach von der Aussprache her, wird es wahrscheinlich ein Kumpel von uns sein. Ja, ist ein Buddy, My parents are out for the night, wanna come over, we can play Mario Kart 2.
Okay, ja, also. Geil, Alter. Schön, schön. Macht ihr an, ob er rüberkommt? Genau. Um ein bisschen Mario Kart zu spielen. Okay. I let you know. Okay, call Josh 2. Also er will anscheinend noch einen anderen Kumpel anrufen. Can't promise, dude, my may have planned with Nat. Okay, vielleicht. Okay, er hat irgendwelche Pläne mit irgendwie. Natalie wahrscheinlich. Okay, nice. Gut, na dann checken wir mal den Fridge, also den Kühlschrank. Und da soll ja... Lasagna. Für uns sein. Jetzt ist die Frage, wo... Oh, ist jetzt schon unheimlich, ne? Hier irgendwie. Ja, aber es ist sehr kahl an den Wänden. Oh. Okay. Aber schon geil, gefällt mir. Hat... Ah, da ist der Fridge. Ach, guck mal. Ach, den geht es so... Ah, okay. Was haben wir denn schönes? Ein bisschen Hack hier. Schön. Maxi-Korn. Mozzarella. Mmh. Ah, Parmigiano. Ah, toll. Schön. Radkäse. So, aber wir schnappen uns die Lasagna. Oh, okay. Ja, Food was cold. Ist klar, dass das Essen kalt ist. Nice. Okay, gut. Wir machen mal zu. Müssen wir uns jetzt warm machen noch? Oder? Ich gehe mal von aus, ja. Ja, okay. Ihr habt jetzt hier schon Mikrowellen? Nee, anscheinend nicht. Also, würde ich sagen, ab in die... Oh, ich danke. Okay, alle klar. Und? Oh, Schatten, ist schon alle... Oh, Alter, propellert aber ordentlich ab. Gibt's denn hier... Ich würde hier ja nochmal Licht anmachen oder irgendwas. Na, Licht ist doch an. Was? Achso, Crouch. Ja, die Lampen leuchten alle da. In der Küche. Aber das ist ja... Oh, okay. Oh, Lingeling. Oh, okay. Food was already warm. Ja, na denn? Nee, ich mische nicht Throne. Okay. Ja, werf es doch einfach mal auf den Küchentisch. Na, ich weiß nicht, ob das zu gut ist. Okay, cool. Alles klar. Nee. I like watching TV while I ate. Okay, alles klar. Er will vor der Glotze essen. Das kennen wir doch alle. Wir waren doch alle mal 14. Manche machen das noch heute. Ja, aber... Komplett mit der kompletten Lasagne-Auflaufform? Keine Ahnung. Ja, und? Wie? Okay. Achso, warte mal, ich muss Fernseher anmachen. Ich muss vorher den Fernseher anscheinend anmachen. Ich hab's noch keine Fernbedienung damals. Okay, alles klar. Nein! So. Okay. Aber wir können nichts essen, oder? Oh, doch. Okay. So, was schauen wir denn? Aber Moten haben wir jetzt genommen. Ja, ist mal so ein Viertel weg von der Lasagne. Können wir nochmal? Ja, wir haben Hunger. Wir sind ja noch im Wachstum. Die halbe Lasagne da weggefuttert. Was ist denn das für ein... Muss ich ja noch ein Stück Lasagne essen, Alter. Was ist denn das für ein Film? Was läuft denn da? Ah, super interessant. Fress ich jetzt die ganze Lasagne auf? Ja. Yep. I was already feeling very sleepy. Ja, nee, wen wundert's. Denn, okay, er fühlt sich schläfrig, nachdem er irgendwie 2 Kilo Lasagne weggefressen hat. Oh, Oliver. Oliver. We are gonna have to call it off, man. Something just came up. Okay, also er muss es absagen, weil irgendwas dazwischen gekommen ist. But you gotta come to Jessica's tomorrow. Okay. Ich weiß nicht, was tomorrow Jessica's tomorrow ist. Okay, na gut. So, dann schmeißen wir das hier nochmal schnell in die Spüle. Ist ja anscheinend hier so ein... I ate the whole... Ja, hast du. Hast du verfressen? Ja! Oh. Ah, okay. Okay, nice. So, ne, dann hauen wir uns mal oben hin. Wollen wir mal gucken? Naja, wir müssen ja erstmal unsere Hausaufgaben machen. Hallo? Aber er ist doch sleepy. Er ist doch... Ja, aber da stand gerade eben halt, I finished my homework. Na gut. Also. Alter. I'm sorry, Miles gotta see you tomorrow. Chill out, dude. All good. I'll probably just go back to bed after Cem. Also Cem wird wahrscheinlich, die Hausaufgaben sein. Aha.
was auch immer das für eine Abkürzung ist. Ich weiß sie nicht oder ich kenne sie nicht. Okay. Na gut, dann wissen wir aber Bescheid. Dann machen wir jetzt erstmal unsere Hausaufgaben schnell. Oh, okay. Alter, das ist mit... AM ist doch Mitternacht, oder? Ja, ja, ist jetzt quasi 0.38 Uhr. Okay, alles klar. Er hat ordentlich durchgeackert. Jetzt hat er sich natürlich Time to Bed verdient. Was ist los, Mutter? Ja? Wie? Was hast du? Don't stay up too late, you kid. Ja, okay. Schönen Gitz. Aha. Okay. Das, denke ich mal, muss man jetzt nicht übersetzen, ne? Also das ist, glaube ich, Ihnen klar. I close my... Oh, okay, alles klar. Der feine Herr kann nicht pennen, wenn seine Tür offen ist. Meine Güte. Ich bin jetzt gut. So. Jetzt aber ab in die Betten. Nachti, nachti. Nur 16. Hat aber lange geschlafen. Oh, naja, nach so einer kompletten Lasagne irgendwie wird der Schlaf nicht sehr bekömmlich sein, glaube ich. Okay, er braucht ein Glas Wasser. Oh. Oh, was ist denn das für eine fürchterliche Uhr? Kenne ich immer bloß von Großeltern. Oh ja. So, haut mal bitte ein Like in das Video rein, irgendwie, wenn ihr auch Großeltern hattet oder Eltern, bei denen so eine Uhr klickte. Also ich glaube, das hat jeder gehabt. So, ändert nichts an der Tatsache, dass ich nicht weiß, wo hier Klo ist. Musst du denn aufs Klo oder reicht auch das Badezimmer? Die Küche, genau. Ne? Ja, die Küche. Natürlich, ist, da sagst du was, Benni. Ich weiß ja nicht, ich komme immer, wie komme ich so auf Bad? Denn, ne? Erschreckt mich immer ein bisschen. Oder so, ach nein, lol. Okay, alles klar. Gut. Stimmt ja, der feine Ami trinkt ja immer aus der Plastikflasche. Also, ne, ich will jetzt hier kein Ami-Dissen, aber man kennt's halt, das ist halt so ein Klischee irgendwie, ne? Ja. So, mal Brett zu. Wie trinke ich denn jetzt? Ich will kommen, du trinkst jetzt mit G? Da stand ja dran, ne? Mit G oder mit. Nee, dann geh nochmal ran. Right click to drink. Schön. Soll ich das jetzt austrinken? Kein Problem, mach ich. Ja. Aber du kannst. Oh. Mom hat. Oh, what? You there? Oh, ist er bei uns? Alter, steht da einer vor der Tür? Anscheinend. Oh Gott. Oh Gott. Ja, dann mach doch mal unten die Tür auf. Dann sind wir doch tot, Alter. Echt jetzt, meinst du? Ja. Wir müssen es ja kontrollieren. Oh Gott. Echt jetzt? Trink doch mal einen Schluck Wasser. Oh. Okay, 4 Text-Messages. Okay. Was heißt das? So. Paula sent me. Also Paula ist anscheinend unsere Nachbarin. Okay. Ted has been creeping through the window. Ja. We are calling the cops. You kids locked every door and hide in your room. Don't enter the door, no matter what he does. Okay, na okay. Dann. Ach du Scheiße. Click to hide. What? Hide? Du kannst dich unterm Bett verstecken. Ach du Scheiße. Nein! Wie fies ist das denn? Alter, wir sind 14, wir haben auch keine Waffen und kein Nichts hier irgendwie, obwohl jeder ich möchte jetzt hier nicht. Ja, aber ja. Viele Menschen auf dieser Welt haben Waffen zu Hause. Was nicht gut ist, ist Paula, Alter, ist mir scheiße, ja, ob es Paula ist irgendwie. Wenn wir jetzt, nee, machen wir nicht. Wir gehen jetzt nicht raus, oder? Wir sollen nicht an die Tür gehen, hat sie gesagt. Eigentlich nicht, nee. Hat denn die Mutti noch was geschrieben? Weil manchmal sind es ja mehrere. Do you hear her? It's Paula on the door. Mom, so sorry, honey. Everything gonna be alright. Okay. Ja. Also, ich gehe von aus, wir müssen es jetzt dennoch checken. Echt jetzt? Nee, Alter, sind wir doch tot. Der ist doch im Haus. Ja. Hm.
Aber ich glaube, es geht nicht weiter, wenn wir es nicht checken würden. Okay, Leute, haut mir mal bitte in die Kommentare, was würdet ihr in dem Moment tun? Irgendwie würdet ihr jetzt rausgehen oder würdet ihr runtergehen, weil Mom schreibt, dass Paula klingelt? Nachdem Mom davor geschrieben hat, dort inside the door. Was würdet ihr machen? Haut's bitte mal in die Kommentare. Also, ich tendiere jetzt gerade dazu, mir eine Waffe herzustellen. So, alle Forest. Okay, aber wir müssen, glaube ich, raus, ne? Oder? Also, wir müssen raus, aber ich wäre genauso wie du. Ich würde wahrscheinlich in die Küche gehen und würde mir irgendwas holen. Ein Messer, irgendein Gegenstand. Wir holen uns die Lasagneplatte, da bin ich ja knallhart. Jetzt gibst du ein paar mit der Kokotte, Alter. Okay, ich glaube, wir müssen wirklich raus. Fuck, Alter. Fuck. Ist ja irgendwas kaputt gegangen. Das heißt, irgendeine Scheibe wurde ja eingeschlagen. Müsste ja dann sichtbar sein. Mann, diese Klingel. Nee, Alter. Nee. Hau mal ab, Alter. Wie? Nee. Na, ich höre doch hier, wie jener knarzt. Warte mal. Alter, wir mal lauter machen für mich. Wir sind tot, Alter. Wir sind tot. Der ist irgendwo hier. Oh, da ist er! Da ist er! Nein! Du bist stark! Benni! Oh. Nein! Du bist ist mir egal. Halt. Du hast gesehen, dass der aus dem Elternschlafzimmer, da hat einer die Tür aufgemacht. Da waren Schatten. Ja. Alter, war auch Licht an. Können wir mal bitte, Mutter, können wir hier was schreiben? Oh. Kannst du? Enter. Ah, was da ist? Kein Guthaben mehr. Mann, nee. Oh, geil. Nice. Nee. Das ist die Alarmanlage des Hauses. Nein. Oder des Autos. Was? Nein, das ist dein Wecker. Nee. Was? Das Game ist vorbei? Hä? So, diese Lasagne wird ihm wohl im Halse stecken geblieben sein. Merkt euch also, wenn eure Mutter sagt, öffnet nicht die Tür, öffnet auch nicht die Tür. Und wenn ihr jetzt immer noch nicht genug habt, dann kommt die Gefahr von oben. Wir wurden schlicht und ergreifend gekidnappt. Okay. Ja. Dies ist Greetings. Und Greetings sieht sehr, sehr geil aus irgendwie. Also es gibt's auch gerade für Umme. Und da haben wir nochmal gesagt, da schauen wir nochmal rein. Ja, da schauen wir nochmal rein. Denn, liebe Freunde, es ist Halloween und welcher andere Tag und welche andere Nacht eignet sich besser, um Horrorspiele zu spielen? Hallo? Wollt jetzt hier keinen stören? Entschuldigt bitte. Wo sind denn hier die Umkleiden? Ich bin nackt. Sag mal, sind wir hier auf dem Raumschiff? Ja. Das sieht sehr raumschiffig aus, ne? Ja. Deswegen sage ich, wir sind, glaube ich, entführt worden. Wir sind entführt worden. Gehen wir geradeaus? Gehen wir da rein? Ja. I follow the light. I'm going in the light. So, wir können irgendwie auch nichts machen. Ich habe auch nichts. Warte mal, habe ich ein Inventar? Nee, nichts. So, gut, da vorne können wir... Sollen wir nicht umkommen? Okay. Oh. Also, an sich, so die Grafik sieht schon sehr catchy, finde ich, aus. Sehr schön, sehr atmosphärisch. Alles richtig? Das ist sehr groß. Sehr groß, Benni. Sehr groß. Ja. Wo müssen wir denn? Also, wir sind jetzt entführt worden und wissen nicht, wo wir sind. Und ich weiß nicht. Jetzt irgendwo ich weiß nicht, ob wir entführt worden sind, Benni. Keine Ahnung. Ich habe es jetzt einfach so gesagt, irgendwie, weil es für mich wie so ein Raumschiff aussieht. Das ist jetzt hier nicht. Also, könnte auch hier eine Industrieanlage sein. Aber wir haben ja gerade noch in unseren Betten gelegen. Und nun sind wir hier aufgewacht. Ich hab ein bisschen Angst. Von Aliens, ne? Irgendwie, also jetzt, wenn man mal so die warmen Töne wegnimmt.
bestimmt. Also wir können auch nichts, keine Tür, kein Flashlight, kein Nischt. Wenn Nischt können wir machen. Da vorne. Achso, Cockpit. Warte. Wer ist er denn? Wer ist er für eine Figur? Hello, Sir. Sir. Ach du Scheiße. Begegnung der dritten Art. Oh mein Gott. Er sieht doch aus. Ist er nackt? Dreht sich um. Hey, Tom. Oh, Tom? Hey, Greg. Ja, wir alle haben uns doch schon mal gefühlt, als wären wir nicht von dieser Welt. Ich werde mich jetzt wieder für ein Jahr hinlegen und schlafen. Wir sehen uns nächstes Jahr wieder, wenn es heißt Halloween. Ha 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 ha